Jetzt geht es um die mündliche Abiturprüfung Erdkunde und deswegen gibt es jetzt meine wichtigsten Tipps für das Geografie-Abitur 2018. Willkommen zurück, Abiturathleten. Mein Name ist Leo Eckel und wir sorgen gemeinsam dafür, dass du durch Top-Abiturprüfungen zu deinem Traumnotenschnitt kommst. Geografie. Ich muss ehrlich gesagt sagen, ich persönlich habe Geo nach der 10. Klasse abgewählt. Ich fand Wirtschaft ein bisschen cooler, habe es ja schlussendlich selber dann auch in meiner mündlichen Abiturprüfung gemacht. Habe dazu auch schon ein Video gemacht, könnt ihr auf meinem Channel finden, wenn euch das auch interessiert. Aber ich habe jemanden gefunden, der letztes Jahr 14 Punkte in der mündlichen Abiturprüfung in Geografie geschafft hat. Und dem habe ich nach seinen besten Tipps gefragt. Und die Top 5 kommen jetzt direkt auf euch zu. Damit Waldi seine Credits bekommt, möchte ich ihn an dieser Stelle namentlich erwähnt haben. Sein allererster Tipp war es, möglichst viel mit dem Material zu arbeiten. Also wirklich, wenn du da eine Landkarte hast, arbeite mit der. Versuch nicht nur den Text daneben zu lernen oder deine Zusammenfassung auswendig zu lernen, sondern versuch wirklich auch auf die Landkarte zu gucken. Ah, okay, so ist das passiert. Oder so stehen die Berge zueinander oder was auch immer ihr da alles konkret habt. Aber dass du wirklich, und das kann ich auch voll nachvollziehen, noch aus meinem Geografieunterricht, in dem Moment, wo du die Tabellen, Statistiken anschaust, eben eine Landkarte, auf dem Atlas was, im Buch nochmal Skizzen dir betrachtest oder Karikaturen, dann wirst du so viel stärker in den Stoff eintauchen, weil das ist einfach in jedem Fach so, dass du zum einen immer Dinge auswendig lernen kannst, zum anderen kannst du diese auswendig gelernten Dinge dann aber auch anwenden und in größeren Sachzusammenhängen verstehen. Und wenn du das schaffst und auch damit arbeitest, hast du es nicht mehr nur auswendig gelernt, du hast es zum einen richtig verstanden und dieses Wissen, was du wirklich verstanden hast, ist so viel stärker in deinem Kopf abgespeichert, dass du es garantiert in der Prüfung abrufen können wirst. Als zweiten Punkt habe ich mal noch eine Sache von mir eingestreut. Und zwar, glaube ich, ist es in Geografie sehr, sehr wichtig, vor allem, wenn du dich viel mit Skizzen, viel mit Tabellen und viel mit Landkarten auseinandersetzt und dann wirklich ja im Prinzip sehr große Themen dir anschaust, ja, beispielsweise den Klimawandel oder wie verschiedene Gebiete zueinander stehen, dass du da, weil diese Themen im Prinzip ja wirklich so groß sind und wenn du sie real entscheiden könntest, ein enormes Gewicht auf unsere Welt hätten, ist es, glaube ich, sehr entscheidend, dass du dich als so eine Entscheidungsperson fühlst. Ob du jetzt dich als Politiker fühlst oder als Chef von irgendeiner Wirtschaftsstiftung oder was weiß ich. Das Entscheidende ist, glaube ich, dass du an deinem Schreibtisch, wenn du da sitzt und übst, raus aus dem Denken kommst, dass das nur eine Prüfung ist oder das ist halt Stoff, den ich lernen muss, sondern fühl dich doch wirklich mal wie, was weiß ich, von mir aus der, keine Ahnung, was es für ein Ministerium für Geografie gibt, aber komm dir doch wirklich mal vor, als würdest du, was weiß ich, beim Klimagipfel sitzen und du hast da jetzt die Landkarte und die Weltkarte oder irgendein Gebiet in Sibirien und jetzt gibt es da irgendein Problem mit den Eisbären. Ihr merkt schon, ich nehme die schwachsinnigsten Beispiele. Aber da könnt ihr einfach auch Spaß dran haben. Das ist so wichtig. Habt Spaß daran, euch das wirklich auch zu überlegen und habt gleichzeitig das Empfinden, dass das einfach sehr, sehr wichtig ist. Denn wenn ihr wirklich diese Entscheidung beispielsweise treffen müsstet, dann würdet ihr nicht da sitzen, jetzt noch die Klimatabelle anschauen, sondern wir denken, okay, Jesus fucking Christ, so, wir müssen jetzt hier mal was machen. Und deswegen komm dir wirklich so vor, als wärst du jetzt einfach diese Entscheidungsperson, die da sitzt und sich dann überlegen muss, okay, geht das so klar, geht das so und so klar, wie wird das in 20 Jahren sein, wie war der Temperaturverlauf bisher? Und wenn du all die Sachen, ich habe jetzt schon Bock auf den Geo, ich glaube, ich gehe nochmal in die Schule, weil du einfach so viele Dinge, ja, zum einen erstmal verstanden haben musst und dann aber selber auch noch das Ganze so integrieren musst, dass das Sinn macht. Du musst Dinge gegenüberstellen. Und genau wenn du solche Dinge machst, dann speichert das sich in deinem Kopf so gut ein. Nachdem du abgesehen von deiner Fantasie allerdings natürlich eher mal alleine da sitzt, ist es ganz wichtig, was Wally mir auch gesagt hat, dass du anfängst, mit dir selbst zu debattieren. Und das geht ja auch wieder perfekt einfach vom zweiten Tipp über. Stell dir wirklich vor, du bist ein super wichtiger Entscheidungsträger, hast da deine Gedanken, aber dann hab nicht nur Gedanken, sondern sprech auch selber mit dir.
Stell dir doch von mir aus wirklich vor, da ist ein Zusammentreffen von, keine Ahnung, Trump und Putin. Und dann spielst du erst dann ein, naja, wir müssen das so und so machen und das ist so entscheidend. Dann kommt Trump und sagt, nein, es gibt keinen Klimawandel. Und dann musst du dein zweites Ich sozusagen davon überzeugen, warum es Klimawandel gibt. Warum man das an dieser Statistik sehen kann. Und dann wird das Ganze so viel Spaß machen. Du wirst dich da richtig reinsteigern und wie gesagt, die Dinge so viel krasser merken, weil du damit arbeitest. Und es nicht nur auswendig lernst. Und das, diese Fähigkeit dann auch Dinge zu erklären, spontan, du kannst dich ja auch selber ein bisschen aus der Reihe bringen, indem, wenn du was erklärt hast und du wieder in die andere Rolle springst, sag doch einfach mal was total Provokantes. Oder tu so, als wäre eine Sache nicht plausibel erklärt. Kann ja ein Lehrer in der mündlichen Prüfung auch mal machen. Und dass du dann dich sofort darauf trainierst, darauf gut antworten zu können. Und wenn du dir diese Fähigkeit aneignest, dann kannst du in der mündlichen Abiturprüfung so, so krass punkten. Und dafür ist es natürlich entscheidend, dass du einfach auch freies Sprechen übst. Wenn du freies Sprechen übst, wie gesagt, kannst du eben in diesem Rollenspiel bei dir daheim, kannst du schon selber mit dir machen. Aber wenn du das wirklich drauf hast, und das ist, glaube ich, in Geografie noch mit am wichtigsten von allen Abiturfächern, dass du da wirklich frei sprechen kannst in der mündlichen Abiturprüfung, weil, wie gesagt, es sind teilweise einfach sehr große Themen und da passt es einfach sehr gut dazu, wenn du wirklich so sprichst, wie eben so ein großer Entscheidungsträger. Deswegen ist es auch so schön, wenn du dich nach Tipp 2 da schon so reinfühlst, weil, was weiß ich, wenn Angela Merkel sich vor die Welt stellt, ja wirklich vor die Welt im Prinzip mit den ganzen Kameras und so weiter und dann irgendeine wichtige Entscheidung verkündet, dann spricht die auch sehr frei. Und wenn du dich da reinversetzt, fällt dir allgemein das freie Sprechen schon wichtig. Du kannst natürlich noch zusätzlich üben, eben durch das Rollenspiel, stell dich vor den Spiegel, erklär dir selber irgendwas, während du stehst. Wenn das beispielsweise das Szenario in der mündlichen Prüfung für dich ist, kannst du vielleicht ja auch in Erfahrung bringen, wie es ganz ist. Aber ihr merkt schon, auch wenn ich nur sitze, kommt es einfach cool rüber, wenn man eine offene Körpersprache hat und das ist einfach total entscheidend. Das kannst du super üben und wird dir dann speziell in Geo richtig, richtig viel bringen. Aber zu guter Letzt, Leute, ganz, ganz wichtig, vernachlässige niemals die Basics. Geografie ist sicherlich eins der Fächer, wo man ganz, ganz viel diskutieren kann, wo man viel freisprechen sollte, wo man sich in viele verschiedene Positionen auch reinversetzen sollen könnte, aber wenn du die Basics nicht drauf hast, dann funktioniert das nicht. Das ist wie in jedem anderen Fach. Du musst einfach wissen, was, keine Ahnung, eine Erdplatte ist. Du musst wissen, wo welches Land liegt. Du musst wissen, was auch immer gerade dein spezielles Thema ist. Und wenn du das drauf hast, dann erst kannst du ja auch wirklich sehr frei sprechen. Dann erst kannst du gute Entscheidungen treffen. Dann erst kannst du dich auch im Prinzip gut mit dir selber unterhalten und über die verschiedenen Sachen diskutieren, weil diese Dinge einfach die absolute Grundlage sind. Das wollte ich jetzt einfach nochmal ans Ende vom Video packen, weil es einfach so entscheidend ist. So viele Leute wollen, was weiß ich, die wollen schon, keine Ahnung, Sport machen, bevor sie überhaupt umgezogen sind, so nach dem Motto. Sprich, sie wollen schon ganz, ganz groß über ihre Meinungen raushauen, teilweise auch im Unterricht, aber haben noch nicht die Basics drauf. Deswegen guck wirklich, dass du alle Basics drauf hast, wenn du irgendwo auch in der Debatte mit dir selber spürst, okay, da fehlt mir jetzt gerade einfach ein ganz, ganz entscheidender Inhalt, den ich vielleicht schon drauf haben sollte, schlag den sofort nach. Versuch da wirklich möglichst lückenlos zu sein, weil du dann einfach eine sehr starke Basis hast, auf der du alle anderen Tipps, die ich bisher schon genannt habe, unglaublich stark aufbauen kannst und dann wird deine mündliche Abiturprüfung in Geografie richtig gerockt. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg bei eurer mündlichen Abiturprüfung in Erdkunde oder Geografie, je nachdem wie ihr es nennen wollt. Wir beide sehen uns im nächsten Video. Ich glaube, wir machen euch, euer Leo. Fuck what y'all say, and bitch I go hard, fuck it off day, one way, so I never go the wrong way.